Warum war Harry Potter eigentlich kein Obscurial? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über eine Theorie sprechen, die sich mit der fantastischen Tierwesen-Filmreihe befasst. Warum wurde Harry nicht eigentlich zu einem Obscurial? Vor der Einführung der Figur Credence Barebone in der fantastischen Tierwesen-Filmreihe wurden Obscurials in der Welt von Harry Potter noch nie erwähnt. Für den Anfang sollten wir klären, was ein Obscurial eigentlich ist. Für diejenigen unter euch, die es vielleicht nicht wissen, ein Obscurial ist eine junge Hexe oder ein junger Zauberer, die emotional so missbraucht werden, dass sie das Bedürfnis haben, ihre Magie zu unterdrücken und ihre Fähigkeiten zu verstecken. Diese Unterdrückung steht im direktem Zusammenhang mit dem Trauma, das sie als Folge ihrer Zauberkräfte erfahren haben und einer Entwicklung von Hass oder Angst in Bezug auf ihre Kräfte. Durch diese extrem negativen Emotionen in Verbindung mit dem Versuch, ihre Magie zu unterdrücken, verwandeln sie sich dann in eine parasitäre Kraft, die aus dunkler Magie besteht und die als Obscurial bekannt ist. Obscurials sind oft kleine Kinder, die in der Regel nicht älter werden als bis zum Teenageralter. In der gesamten Harry Potter-Reihe gibt es nur eine einzige Hexe, die im Nachhinein betrachtet als Obscurial bezeichnet werden könnte: Ariana Dumbledore. Die Erklärung für ihre Krankheit passt also genau auf die Beschreibung einer Hexe, die sich in ein Obscurial verwandelt hat. Es ist also durchaus möglich. Allerdings wurde von J.K. Rowling nie etwas in dieser Richtung bestätigt. Schauen wir uns mal genauer die Harry Potter Obscurial-Theorie an. J.K. Rowling hat tatsächlich eine Erklärung dafür geliefert, warum Harry nie ein Obscurus entwickelt hat bzw. zu einem geworden ist. Direkt auf ihrer Website jkrowling.com hat sie genau diese Frage in einem FAQ-Bereich beantwortet. Ein Obscurus entwickelt sich unter sehr spezifischen Bedingungen. Trauma in Verbindung mit dem Gebrauch von Zauberei, verinnerlichter Hass auf die eigene Zauberei und bewusster Versuch, diese zu unterdrücken. Die Dursleys hatten viel zu viel Angst vor der Zauberei, um ihre Existenz gegenüber Harry anzuerkennen. Während Vernon und Petunia die verwirrte Hoffnung hatten, dass wenn sie böse genug zu Harry waren, seine seltsamen Fähigkeiten irgendwie verschwinden würden, so haben sie ihm nie beigebracht, sich zu schämen oder Angst vor der Zauberei zu haben, weil er es nie wusste. Selbst als er dafür bestraft wurde, dass er Dinge geschehen ließ, machte er keine Versuche, seine wahre Natur zu unterdrücken, noch hat er sich jemals eingebildet, dass er die Macht dazu hätte. Um ein Obscurial zu werden, muss eine Hexe oder ein Zauberer ein Trauma erleben, das mit Zauberei in Verbindung steht und von da an die Zauberei hassen. Um das besser zu verstehen, sollten wir uns zunächst die Umstände der Hexen und Zauberer genauer ansehen, von denen wir ziemlich sicher wissen, dass sie Obscurials sind. Fangen wir an mit Credence Barebone. Credence wurde von einer strengen, unsympathischen Frau namens Mary Lou Barebone aufgezogen, die sich fanatisch für die Ausrottung der Zauberei einsetzte. Mary Lou verachtete offen die Zauberei und alles, was damit zu tun hatte, und hoffte, dass ihre Beteiligung an Protesten dazu beitragen würde, die Welt der Zauberer zu entlarven und schließlich auszulöschen. Das bedeutete natürlich, dass Credence in einer giftigen, von Vorurteilen geprägten Umgebung aufgewachsen ist, in der er Mary Lou immer wieder predigen hörte, wie verachtenswert es ist, ein Hexe oder ein Zauberer zu sein. Da Mary Lou die einzige Mutter war, die er je kannte, ist es wirklich kein Wunder, dass seine Zauberei ihm ein Gefühl des Charmes einbrachte, was wir an der Art sehen können, wie er sich in der fantastischen Tierwesenreihe verhält. Kombinieren wir dieses Gefühl des Charmes mit dem körperlichen Missbrauch, den Mary Lou Credence zufügte, wann immer etwas Merkwürdiges passierte, könnt ihr euch das tiefe Gefühl der Demütigung vorstellen und damit auch seinen Hass auf die Zauberei. Kommen wir zu unserem zweiten garantierten Obscurial. Im ersten fantastischen Tierwesenfilm spricht Newt Scamander von einem Obscurial, einem jungen sudanischen Mädchen von nur 8 Jahren, dem er auf seinen Reisen auf dem afrikanischen Kontinent begegnete. Der Obscurus des Mädchens entwickelte sich, nachdem sie von ihrem Dorf verfolgt worden war, weil sie ihre magischen Fähigkeiten demonstriert hatte. Auch diese Verfolgung war natürlich extrem traumatisch für das Mädchen und das Trauma hat direkt mit ihrer Zauberei zu tun gehabt. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass die Ablehnung und Misshandlung durch die ganze Gemeinschaft ausreichen würde, um jemanden dazu zu bringen, sich für das zu schämen und zu hassen, was einen anders macht. Als nächstes haben wir Ariana Dumbledore. Wie ich bereits erwähnt habe, wurde es nie wirklich bestätigt, dass Ariana Dumbledore, die jüngere Schwester von Albus Dumbledore, tatsächlich ein Obscurial war. Aber die Entwicklung eines Obscurus könnte sich sicherlich durch ihr Trauma und die darauffolgende Krankheit erklären.
Wie du dich vielleicht erinnern kannst, wurde Ariana, als sie ein junges Mädchen war, bösartig von einer Gruppe von Muggeln angegriffen, die sie beim Zaubern beobachteten. Auch dieses beunruhigende Ereignis war die direkte Folge von Arianas Zauberkünsten. Es ist also gut möglich, dass Ariana nach dem Angriff so traumatisiert war, dass sie ihre Fähigkeit ablehnte. In dem Bestreben, nie wieder zur Zielscheibe zu werden, könnte sie versucht haben, ihre Kraft zu verdrängen. Denn wenn sie nicht gezaubert hätte, hätten die Muggel natürlich nicht gewusst, dass sie zaubern kann und sie nicht angegriffen. Womit wir uns wieder bei Harry befinden. Harry wurde von den Dursleys missbraucht, aber da ging es eher um die unmenschliche Art der Dursleys. Harry wurde von seinem Cousin Dudley wiederholt auf die Nase geschlagen und von seiner Tante und seinem Onkel wie ein Diener behandelt. Der Junge musste sogar in einem Schrank leben und trotzdem war er ein recht ausgeglichener junger Mensch, der keine Probleme hatte, soziale Kontakte zu knüpfen, als er in Hogwarts ankam. Obwohl es also zweifellos unter dem Dach der Dursleys sowohl emotionalen als auch körperlichen Missbrauch gab, war Harry ziemlich widerstandsfähig bis zu dem Punkt, dass er nie durch ein bestimmtes Ereignis besonders traumatisiert wurde. Sicher, er wünschte, er wäre unter anderen Umständen aufgewachsen, aber der junge Harry, den wir in der Stein der Weisen kennenlernen, scheint sich nicht allzu sehr zu schämen, wer er ist. Ganz im Gegenteil, er scheint sich seiner Sache ziemlich sicher zu sein und weiß, dass seine Verwandten dumm und leichtsinnig sind. Er freundet sich mit Ron an, noch bevor er in Hogwarts ankommt, lehnt Allianzen mit unfreundlichen Zauberern wie Draco Malfoy ab und bittet den sprechenden Hut sogar, ihn nicht in Slytherin einzusortieren. Ja, Harry scheint, obwohl er bis zu seinem 11. Jahr nie wusste, wer er wirklich ist, sich ziemlich gut zu kennen und auch zu mögen. Harry war sich zwar bewusst, dass seltsame Dinge um ihn herum passieren würden, als merkwürdige Dinge um ihn herum geschahen, aber er hat sich nie eingestanden, dass es sich dabei um Zauberei handelte. Tatsächlich hat Harry sich bei jedem Ereignis einfach gedacht, dass er einfach Pech hatte. Schließlich wurde er immer wieder für unglückliche Unfälle verantwortlich gemacht. Auf jeden Fall konnte er, ohne zu erkennen, dass diese seltsamen Ereignisse sein Werk waren, sich kaum dafür schämen. Wie konnte er versuchen, seine Fähigkeiten zu unterdrücken, wenn er nicht einmal wusste, dass sie ihm gehörten? Das konnte er natürlich nicht. Wenn wir also alle Teile zusammenfügen, können wir ganz klar sehen, warum Harry nie zum Obscurial wurde. Es gab kein traumatisches Ereignis oder Missbrauch gegenüber Harry, das klar mit seiner Zauberei zusammenhing. Harry war sich nie bewusst, dass es seine Zauberei war, die zu den Bestrafungen durch die Dursleys führte, also hatte er keine Gelegenheit, Angst oder Scham vor seinen Fähigkeiten zu empfinden. Weil Harry nicht wusste, dass er die seltsamen Ereignisse kontrollieren konnte, hat er nie versucht, sie zu kontrollieren. Und das war's auch wieder mit diesem Video und warum Harry Potter nie zu einem Obscurial wurde. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn es das hat, würde ich mich auf jeden Fall sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.